Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Oberlausitz Diego. Ja, wir sind noch in den Vorbereitungen. Ich habe gerade alles vom Händler hier rüber schicken lassen. Ein Teil habe ich auch selber gefahren. Habe also soweit mein Modpack getauscht. Bin auch gut hingekommen. Ihr seht, ich habe noch 5400 Euro. Ein bisschen was fehlt noch, also vielleicht noch mal ein anderer Grubber und ein anderer Flug zum Beispiel. Aber ich bin echt gut hingekommen mit der Kohle. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so gut passt. Ich habe mich dazu entschieden, die RCs mal wieder reinzunehmen. Was Kleines, ohne Allrad. Ich habe das ja schon eine Million Mal erklärt, dass das in meiner Sturm- und Drangzeit... Nee, Jugend, Kind, so... Nein, das war früher ganz normal. Ja, früher hatten nicht alle Trecker Allrad. Ja. Ich weiß aber jetzt schon, dass der erste Kommentar heißt, ey, mach mal Allrad. Ich weiß es. Ist einfach so. Das ist YouTube. Ach, ja. Wie gesagt, ist mir schon fast ein bisschen zu groß. Ich hätte auch noch eine Nummer... Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe eben. Ah, der geht sogar noch. Grün. Grün. Grün und nehmen wir den Blau. Eigentlich sieht der Grün gar nicht so schlecht aus. Ne? Wir nehmen einfach mal einen Blauen, so gegen die Strömung. Oh, das ist ja schön. Das passt auch noch mit ins Budget. Das ist natürlich nett. Ja, ich habe halt die Standardtrecker verkauft. Das gibt natürlich immer ordentlich Schub. Ei, jetzt ist das Regal voll. Weil oben komme ich nicht hin, habe ich eben schon versucht. Ins oberste Fach schafft der Kleine nicht. Na gut, dann steht der Besen halt hier unten. Können wir jetzt auch nicht ändern. ja, wie gesagt, so Mähdrescher verkaufen und so, das bringt natürlich immer richtig Geld. Ich habe das eben auch erst zum ersten Mal gesehen. Der Richie hat da über das Regal noch so ein kleines Vordach gebaut. Ich finde das so Endstufe, ne? Das sind so klitze Kleinigkeiten, aber die geben dem Zauber halt Zucker, ne? Das kannst du sagen, was du willst, ne? Du Dorfnase. Ich wickle extra den vorderen an und der macht's mir trotzdem hinten. Hier fahren wir, ne, wir müssen, das sind die Mukus, wir müssen hier rein. Ich bin noch ein bisschen Hashtag orientierungslos. Mich dazu entschieden, das ganze Grünland-Equipment hier vorne reinzufahren. Bei der Werkstatt. Und ich habe sogar die Kuhn wieder, die, ist das die Sira? Die 3 Meter hatte ich ja früher öfter. Ich finde einfach nichts Schönes mit Direktsaat. Ne? Also nichts, was mir zusagt, sagen wir es mal so. Ne? Schön ist ja ein dehnbarer Begriff. Ne? Der eine findet das toll, der andere das. Aber ja, dann. Ich habe gesehen, die gibt es auch schon mit Fronttank, ja, aber ach, wir hatten früher auch keinen Fronttank. Ne? Wir hatten auch noch Kreiselecke und Sämaschine extra. Hätte ich auch, da gibt es auch mehrere Modelle, also da gibt es einiges, wo die Kreiselecke und die Sämaschine einzeln ist. Funktioniert aber im Giants nicht, also funktioniert schon, aber nicht mit der Art, wie ich spiele. Ne? Weil ich bin ja der den Helfer immer benutzt. Ne? Ja, ich bin das. Ich bin dieser wahnsinnige Typ, der doch tatsächlich den Giants-Helfer benutzt. Ja, ja. Und das funktioniert leider nicht, wenn die Kreiselecke und die Sämaschine zwei eigenständige Machines sind. Ach komm, fahr du mal so lange hin. Stell dich einfach hin und seh gut aus. Mach das, was du am besten kannst. Stell dich da hin und seh gut aus. Man ist ja noch direkt abfotografiert. Nicht? Ach, falsche Taste. So, jetzt. So. Mehr kann ich nicht tun für euch. Nein, hier den Dreschkasten habe ich mal genommen, hier von Vertex Design. Das Standard Maisgebiss passt nicht perfekt daran, aber besser als gar nichts. Ich hatte erst das von Modding Welt. Das geht ja leider gar nicht, weil ich den von Modding Welt, den habe ich auch drin. Aber ich habe mir gedacht, jetzt ist er mal wieder dran. Der war lange nicht da. Und ich freue mich ein bisschen drauf, ne? Mal wieder mit so einem Glas rumzujuckeln. Ach so, ja, Heuwender und Heuschwader muss ich auch noch mal ein
etwas umdisponieren, aber wie gesagt, Kohle ist gerade alle. Ich wollte mal einmal nicht hier auf 80 Trinidaden Geld spielen, sondern mal so gucken, wie das so ist, ja, wenn man halt wenig Geld hat, ne? Dass man nicht immer so in die Vollen latschen kann. Habe ich ja früher öfter gemacht, dann eine Zeit lang war es mir dann zu dumm, ne? Jedes Mal Map neu anfangen, immer wieder bei Null und so und ja. Heute hatte ich mal wieder Bock drauf. Oh, das ist auch wieder super nice. Ich hoffe, der hat Pflegereifen. Das ist der Burner, ey. Oh, der absolute Burner. Ich bin jetzt schon mega entschleunigt und ich denke, ich werde hier komplett durcheskalieren. Guck mal, hier tun wir das Spritzenzeug hier rein. Da stehen eh schon so Big Packs. Passt hier sogar rein von der Höhe. Ich brauche immer noch einen schönen Pöttinger Schwader in einer angemessenen Größe. Habe ich auch nicht gefunden. Also gibt's schon, aber halt mit Texturen, dass einem die Tränen waagerecht aufs Auge schießen. Das will ich ja auch nicht, ne? Ich will ja schön entschleunigt werden, ne? So, hätten wir das auch geparkt. Ich habe sogar schon den Ladewagen vom Perzinator hier. Habe ich den auch schon gekauft. Wo ist der Ladewagen von Percy? Steht ja noch beim Händler. Ich dachte, ich hätte alles rübergefahren. Wir fahren mal. Hä? Habe ich jetzt doch den Ladewagen nicht? Mein Ladewagen ist jetzt nicht so ein Beinbruch. Ich kann durchaus erstmal ganz kräftig Silageballen machen. Habe ich gar keinen Stress mit. Die bringe ich auch direkt zum BGA. So wie man früher halt gespielt hat, ne? Erstmal BGA. Und dann hat man ja auch gleich Gärreste. Und ja, alles ist schön. Ne? Ich habe auch extra einen Raketenschlepper hier mit 40 km/h. Dass ich auch ein bisschen durch die Gegend fahren kann. Ist alles schön, YouTube. Alles schön. Ah, da steht der Ladewagen, ja. Perfekto, perfekto. Ja, ist ein Träumchen. Ja, dann habe ich alles. Meier Sauzahn und so ein Kram brauche ich noch. Ah, ich bin froh, dass ich das Blau genommen habe. Ich stehe auf dieses Blau. Sehr schön. Es mag jetzt vielleicht nicht die korrekte Farbe sein. Wir hatten früher eine ähnliche. Nur da waren diese Dreiecke, die waren in der Mitte hohl und aus Winkeleisen. Aber auch, doch warte mal, die vorderen waren gewellt, also da waren Zacken drin und die hinteren waren glatt. Haben wir auch eine richtige gekaufte Wiesenschleppe. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, die meisten ziehen ja irgendwelche Reifen hinter sich her oder der Klassiker, eine alte Egge. Also richtig, diese richtig alten Eggen. Und dann umgedreht einfach, ne? Und dann lass gehen, Kapelle. Macht Schwiegervater heute noch so, ne? Hab ich auch schon gemacht. Pferdeäpfel verteilt. Die Pferde, die haben immer so eine Angewohnheit, die sammeln sich immer auf einem Punkt. Könnte sogar fast der höchste Punkt von der Wiese sein, jetzt bei Schwiegervater zufällig. Und dann, ja, treffen sie sich da zum Kacken, ne? Kacken die alle auf einen Haufen. Und das habe ich dann mit der Wiesenschleppe verteilt. Das war quasi wie Miststreuen. Nur, dass der Mist da vorher schon lag. Ne? Hatte ich vorher auch noch nie gemacht. Also, bei Kühen braucht man das nicht, weil eine Kuh, die scheißt und frisst beim Laufen. Ne? Also das ist ja unglaublich. Bleiben die auch mal stehen? Ja, bleiben die, ich weiß. Das ist wie so ein Rasenmäher. Dann setzt du vorne eine Weile an und wenn die Kuh am Ende der Wiese angekommen ist, ist die gemäht und gedüngt. Ne? Das ist auf der kompletten Linie. Das ist ein Träumchen, so eine Kuh. Nein, ihr wisst, ich übertreibe gerne. Aber ein bisschen was ist auch dran. So, ja, Ladewagen. Ja, wie gesagt, brauche ich eigentlich gar nicht. Wir könnten ein bisschen Gassino machen. Ja, nein, doch vielleicht. Vielleicht am zweiten Tag. Ich werde versuchen, alle Wiesen zu mähen. Und ja, mit Einsehen warte ich jetzt, glaube ich, noch. Ich werde mir die Strohfelder werde ich mir abernten. Ich glaube, ein Feld mit Mais, das werde ich auch wegdreschen. Und dann werde ich umschalten auf Seasons. Ne? Dann habe ich schon mal hier eine ganz gute Erstausstattung. Dann ist quasi alles, was lecker ist, ist da für alle. Ich habe ein bisschen Geld schon verdient. Und dann schalte ich um auf Seasons und fange dann an mit Pflügen, Düngen, Felder bestellen etc. pp. Ne? So ist der Plan. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Ach, guck mal, ich habe auch noch den Kuhn
Futtermischer habe ich auch noch nicht. Aber trotzdem, also man kann, also ich kann nicht meckern. Ne? Das hat schon ziemlich gut gepasst mit dem Geld. Ne? Wo tun wir dich denn hin? Eigentlich auch zu dem Grünlandzeug. Also in diese Halle hier. Müssen wir mal nachher gucken, wie wir das machen mit dem Ballenstapeln. Vogel, welchen Ballenstapeln? Anhänger gibt es vielleicht auch nochmal einen anderen. Ja, das ergibt sich dann so. Aber ich habe ja erstmal. Das ist schon mal gut. Wenn man erstmal hat. Wenn ich dich hier direkt... Ach, das ist ein Einfahrt-Eifer-Pitch. Ich wollte ihn da so schön in die Ecke stellen. Ah, ja gut, dann kommst du hier neben. Du passt hier auch locker noch neben. Ist ja ein Klappgerät. Quasi. So. Sehr schön. Ja, es ist der Wahnsinn eigentlich hier, ne? Ja, Schwadern ist jetzt nicht so Wahnsinn. Aber da müssen wir durch, YouTube. Wir müssen durch die Schwaderei durch. Oder soll ich doch vom ersten Schnitt mal sofort Bums Heu machen? Ja, es ist am Hof, ich mache da Heu von. Dann, weil wegen einem Arbeitsschritt mehr und dann eine Fahrerei weniger. Ich bin Fuchs, ne? Sag ehrlich. So, der Hahn kräht. Wir machen uns auf den Weg. Hier habe ich eigentlich schon einen schönen Pöttinger für. Kostet doch gar nicht viel. Was kostet denn der Pöttinger? Also, ich muss mal gucken. Wir brauchen noch einen schönen Anhänger, ne? Muss ich mal gucken, was ich hier... Habe ich den... habe ich gar nicht drin. Ach, Glückwunsch. Einen Anhänger nicht im Ordner. Ich mag diese mit dem Überladerohr, ne? Von Schrauberbox, oder wie heißen die da? Ich weiß gar nicht genau. Den Anhänger muss ich mit reinnehmen. Habe ich vergessen. Schon über mein Haupt. Das wollte ich gar nicht gucken. Was wollte ich denn gerade gucken? Brain AFK. Komplett Brain AFK, der Junge. Ach, Flug habe ich irgendwo. Das wollte ich auch nicht gucken. Ah, ich habe die von Percy da. Den habe ich auch noch nie ausprobiert. Aber dann kann ich auch den Standard nehmen, schätze ich. Ne? Noch 2 Meter. Der hat ein bisschen mehr. Ja, da kann ich aber nur mit dem Deutz flügen, dann, wenn ich den nehme. Jetzt habe ich den hier. Ach, guck mal. Also tut sich ja nicht viel. Die haben alle 2 Meter. Müsste der Deutz müsste den aber schaffen noch. Das wollte ich aber auch nicht gucken, YouTube. Was wollte ich denn nochmal gucken? Ach, hier war ich. Ob ich mir den Pöttinger leisten kann. 7000. Ja, könnte ich, wenn ich den einen verkaufe. Ja. Aber da spare ich lieber erstmal auf einen anderen Sparer. Ich würde nämlich lieber den Sparer nehmen. Und das geht gerade finanziell nicht. Ja. Nee, gar nicht wahr. Blödsinn, was ich laber. Den würde ich gerne nehmen. Was kriege ich denn dann? 5,5 kriege ich noch für den. Dann sind wir bei 9. Und dann fehlen mir noch 9,10. Könnte ich mir zur Not als Kredit nehmen? Ich habe mein Dispo ist nicht am Anschlag, YouTube. Es ist nicht so wie das wahre Leben. Der Dispo beim Diego ist nicht am Anschlag. Wahnsinn. Ja, zur Not geht der auch erstmal, aber der Sparer, der ist nicht so mein Träumchen. Aber wie gesagt, sobald ich die ersten Silageballen habe, müsste das eigentlich klappen. Oder ich verkaufe das Getreide direkt. Ich kriege ja gleich auch Getreide schon. Aha, der hat tatsächlich die ganze Wiese gemacht hier. Das ist ein wahnsinniger Typ, ne? Wir fahren mal einmal im Kreis. Der kann sogar das... Der kann mitlenken. Also das kann auch nicht jeder. Unser Pöttinger konnte das auch. Da musste man, wenn man auf die Straße fahren wollte, musste man so einen Hebel rumklappen und dann anheben. Dann ist der so in der Mitte so eingerastet. Und wenn man aufs Feld fahren, also in der Kurve fahren wollte auf dem Feld, so wie der hier, dann musste man bloß nicht vergessen, den Hebel nachher wieder rauszumachen, ne? Sonst our bouts, ne? Alles kaputt nachher, Chrom und so. Muss ja nicht sein. Tut ja auch weh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist denn hier? Machen wir eine ganze Felder, die können wir uns nicht leisten, oder was? Ach, du bist doch einer. Steht der Schlepper da hinten eben. Wie auch das hat er ganz hat er komplett ausgelassen. So, dann machen wir dich hier an. Hilf ihm! Ach nee, hilf mir!
Nee, 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 nee. Komm, wir suchen schon mal die nächste Wiese. Jetzt sind ja genug Wiesen da. Wir nehmen. Das ist aber keine Wiese, oder? Bist du eine Wiese? Ehrlich? Tatzlabhaftig. Ich meine, ich hätte hier schon was anderes angebaut. Habe ich schon was anderes angebaut? Hab die mal umgeflücht, ne? Ich habe die einfach umgeflücht. Eieiei. Ach so. Das muss man aber nicht mehr machen. Das war, früher war das so. Ey, guck mal, ich habe ja schon richtig Futter hier. Ah, kann ich mir vielleicht doch den. Oh, ich kann mir noch einen Kredit nehmen. So ist es nicht. Kredit kann ich mir noch nehmen. Oh, ich bin doch ganz schön verschuldet. Ich habe aber. Das ist aber noch mein Startschulden noch, ne? Oh. Alpha Pitch. Ja, ein bisschen kann ich mir noch nehmen, Kredit. Ach, das muss ich auch noch einstellen. Halt, stopp. Das muss ich auch noch einstellen. Habe ich gar nicht eingestellt. YouTube. Gut, dass ihr bei mir seid. Pflanzensterben mache ich mal aus. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Pflanzensterben. Düngestufe mache ich am ersten Tag auch immer nur eine Stufe. Später schalte ich das dann hoch, wenn ich Gülle fahren kann und Mist fahren kann. Aber ich habe halt keine Lust, dreimal mit dem. Sprit. Sprit, ja. Sprit darf er machen, alles andere möchte ich nicht, dass er das macht. Motorstand machen wir auch nachher. Kommt ja dann automatisch bei Seasons auch mit rein. Ne? So, du hast deine Arbeit schon beendet. Ja, du bist in die falsche Richtung gefahren, mein Kollege. Was hab ich denn? Was ist denn das? Der Giants Helfer. Ein bisschen mit der Druckluftbremse gespielt. der Giants Helfer. Dein Freund und Helfer. Die Giants Engine. Oh, YouTube. Das Video ist leider schon zu Ende. Ich setze den eben noch an. Ja, ihr seht, es geht Montag wieder los. Ne? Es ist nicht zu stoppen. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist die Map schon da, wenn ihr das Video seht. Vielleicht noch nicht, müsst ihr noch ein bisschen warten. Soll auf jeden Fall im Mod-Hub kommen, das Tierchen. Diego ist draußen. Habt euch lieb.